Der Knackserich. Darf ich vorstellen, das ist ein Knackserich. Wenn's knickst und knackst, erschreckt dich nicht, das ist bestimmt ein Knackserich. Knackseriche sind kleine Wesen, die in alten Häusern nachts, wenn alles still ist und man legt sich zum Schlafen hin und man denkt, oh, jetzt wird es auch alles still, wenn es dann knickst und knackst in den Räumen. Das sind die kleinen Knackseriche. Und in diesem Buch lernt eine kleine Prinzessin dies, die sehr allein ist, oft allein, der oft langweilig ist und die auch ganz wenig Besuch bekommt. Sie lernt einen Knackserich kennen, der bei ihr im Schloss lebt. Und mit ihm zusammen ist sie nicht mehr allein. Sie ist glücklich und sie beiden können gemeinsam ganz viele Abenteuer erleben. Und das Allerschönste ist, der Knackserich kann weiterhin knicksen und knacksen. Denn da, wo es knickst und knackst in den Häusern, da finden Grusel, Bibber und Graus keinen Einzug, denn die Knackseriche beschützen die Menschen, bei denen sie leben. Ein zauberhaft schönes Bilderbuch. Schaut's euch einfach mal an. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Komplett gereimt, zauberhaft.